Willkommen zum nächsten Spieltag im EPP. Wir kämpfen heute gegen Glitzy. Gegen den haben wir ja schon jetzt länger nicht mehr gefightet. UDTR war das letzte. Boah, und das ist schon länger her. Nee, ASPL. Sorry. Wir haben auf jeden Fall immer sehr, sehr spannende Fights gegen den Kollegen. Heute, keine Ahnung, ob es heute spannend wird. Weil ich habe ein komplett lustiges Team dabei. Aber ja. Und er hat einen ziemlich guten Kader, actually. Das ist ein bisschen schwierig. Er hat sein gesamtes... Doch, aber kein Dragapult. Fuck, was mache ich jetzt im Lead? Stattdessen Jolteon und sein Auto, seine Karre da, sein BMW hat er auch mit. Kein Volk. Was ist denn hier los, Alter? Kein Mandibuts. Sein Rever Room hat hier so Terra Steel, Terra Flying. Meluetta hat er auch mit. Und tatsächlich ist er Root. Ja, das ist ja jetzt hier alles ganz lustig. Ich habe keine Ahnung, womit ich leaden will. Wahrscheinlich einfach trotzdem Scarf Zoroark, weil es geil ist. Das sieht eigentlich auch gegen alles ganz geil aus. Bin ich ehrlich mit euch. Ja, machen wir mal so einen richtig typischen Ami-Lead. Ja, wenn wir ihn schon dabei haben, dann haben wir ihn mit. Und ja, wir gehen dafür. So, wir wollen den als Asu tarnen, wobei wir uns jetzt noch überlegen können, was wahrscheinlich am besten ist. Ja, ich glaube grundsätzlich ist Asu aber schon fein, wenn ich ehrlich bin. Ja, warum nicht? Komm. Passt schon, er ist already. Gut, das ist ein komplett anderes Team als erwartet. Der hat einfach kein Asu, kein Dragapult mit. Das finde ich sehr, sehr interessant. I take it. Ich hasse es, gegen Dragapult zu spielen. Hab mich jetzt auch nicht so mega fett auf den gepreppt. Und ja, The Root ist perfekt. Weil da können wir U-Turn. Gehen wir den eigentlich mit einer U-Turn? Der wird sich jetzt denken, boah, geil, Junge. So ein guter Lead. Aber nee, es gibt eine U-Turn ins Maul. Ja, da muss ich gar nicht überlegen. Bumm. Zack. 50% schon mal in den Osch gehauen da. Und jetzt können wir überlegen, wenn wir gehen. Wir könnten theoretisch in den hier. Boah, aber ich will echt nicht jetzt genockoffed werden, weil Binding Band revealed die ganze Strat. Er wird aber, glaube ich, einfach U-turnen, weil er mit einem Switch-Out rechnet. Deswegen, außer er will unbedingt knocken. Ja, Binding Man wäre schade, wenn es weg ist, aber ey, ich reg mich nicht auf. Doch, ich reg mich auf. Wir könnten jetzt einfach in Asu gehen für den Flex. Aber wenn er knockoff, ist es auch wieder kacke. Lass einfach Gouging gehen. Wenn er knockoff, ist es halt so und Binding Man ist weg. Aber we can't do anything against it. Das ist okay. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt hier kommt. Ja, okay. Wir sind ein Anti-Great Tusk Set. Deswegen ist es jetzt actually wichtig, wie viel uns der macht. Headlong Rush killt uns nicht. Selbst wenn der so full... Ding ist, ne? Wir sind gespeedcreept auf den, der kann uns nur Scarf outspeeden. Headlong Rush killt uns dann. Ja, will ich jetzt hier einfach mal Burning Bulwarken? Wird er hier Bulkappen? Dann wissen wir zumindest, dass es ein Bulkup-Set ist, ne? Ja. Lass uns mal Burning Bulwarken. Vielleicht rockt er auch einfach, dann weiß ich auch, dass es kein Scarf-Set ist, das ist auch fein. Kann also sein, dass er einfach Rocks setet. Ne, Knockoff, perfekt, der ist burnt, ne? Der ist jetzt geburnt. Oder? Ha, geil. Perfekt. Ist schon mal gut aufgegangen, das Ganze. Richtig gut. Ja, geil. Geburntes Task. Was will man mehr haben? Jetzt Firespinnen wir den Kollegen. Vielleicht geht er raus. Vielleicht auch nicht. Und wenn er jetzt Knockoff, dann soll er es ruhig machen. Wenn er schneller ist, sehe ich, dass er Scarf ist. Wenn er rausgeht, dann haben wir eigentlich immer fast ein gutes Ding. Es könnte lustig werden, das Game. Es könnte sehr, sehr lustig werden. Ja, geil. Das ist schon mal gut aufgegangen, das Set. Ich bin froh, dass ich Burning Bulwark statt Sub mitgenommen habe. Perfekt. Der ist basically tot. So, was hat er? Was drückt er?
Knockoff? Ja, einfach nochmal. Okay, dann ist mein Binding Bandits leider weg. Aber wisst ihr was? Es könnte mir nicht egaler sein. Wie viel hat der mir eigentlich gemacht? Das könnte mir eigentlich auch wurscht sein, ne? Das macht mir eh keinen Schaden. So. Und jetzt können wir theoretisch wieder Burning Bulwarken, um optimal zu spielen. Er kann ja nicht raus. Das machen wir jetzt auch einfach. Das ist so ein Dreckset, Junge. Dieses Kackset, Digga. Okay, er ist nicht choice. Er drückt Headlong Rush, dann kommt jetzt Breaking Swipe, um noch seinen Attack zu lowern. Der macht mir wahrscheinlich gar keinen Schaden mehr dann. Boom. Das macht immer noch so viel, ne? Weil er mich erst nach dem Firespin genockt hat. Jetzt drücken wir Breaking Swipe. Es ist so ein geiles Set, Junge. Ich schwöre, es ist so geil. Ja, und dann haben wir tatsächlich Gameplan. Wir wollten Great Tusk removen, damit dann Rampardos mit Scarf Head Smash alles killt. Das ist ja so lustig. Der Gameplan geht auf. Er geht auf. Okay. Er überlegt jetzt, was er macht. Wenn er Headlong Rush, dann, ja. Macht er wahrscheinlich gar keinen Schaden. Er kann nicht raus. Breaking Swipe, minus Attack, bumm. Knockoff, ja. Ja, schön. 19 Damage für nix. Oh, stirbt er jetzt schon? Ah, schade. Okay, Great Tusk ist raus. Hat viel gemacht, Kappa. Geiles Set. Absolut geiles Gouging-Set, Mann. Ich schwöre. So gut. Ein geiles Set. An der Stelle Props an Shiny Star, ne? Der hat das Set ins Leben gerufen. Also nicht, dass der mir jetzt das Set gebaut hat, sondern der hat es im UDT geloadet. Und er kann nichts gegen dieses Set machen. Ja, Jolteon kann er gern gehen. Aber was drückt Jolteon jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Sicher kein Electric Move, ne? Wahrscheinlich irgendwie so Specs Hyper Voice, maybe? Haben wir jetzt nicht so wirklich einen Switch hin, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber wir können einfach mal scouten. Wird schon kein Call Mind sein. Und wenn, dann revengen wir mit unseren Scarfern. Ja, drück mal einfach mal Burning Bulwark. Schauen wir mal, auf was er geht. V-Switch. Passt. Dann bleiben wir drin. Wir bleiben drin und drücken Fire Spin. Was hat denn der so? Milo wird wahrscheinlich kommen. Meloetta. Also es kann halt original nichts reinkommen außer Milo. Er geht hart raus, okay. Warum? Vielleicht wollte er mein Ding doublen. Mein, wie heißt's? Mein Memo. Kann sein. Firespin kommt. Der bekommt jetzt auch wieder Chip, der Kollege. Okay, das ist Chip, Jungs. Flame Orb, Junge. Das ist Chip, sage ich. Wollen wir gleich Breaking swipen? Wir haben noch keinen Grund, Morning Sun zu drücken, ne? Er kann jetzt hier Flip turnen und ich glaube, ich würde ihm aber gerne mehr Chip mitgeben. Deswegen, er kann eh nicht raus. Wir drücken ja Burning Bulwark. Wenn er einen Recover verschwendet, soll er es machen. Lustiges Game. I love it. Ich liebe dieses Set. Drückt Flip Turn. Okay. Milo Flame Orb. Das gute Set. Papa. Vor allem hier, ne? Guckt euch den Chip an. Das ist nicht geil. Das ist Chip. Imagine, wir hätten noch Spinding Band, Alter. Das wäre absolut monströs, sage ich da nur. Gegen Gouging. So. Können wir einmal Breaking swipen. Wir machen zwar keinen Schaden, aber erst auf 50 dann. Außer er drückt halt Ding. Bumm. Drückt Flip Turn. Ist fein. 10 HP. Fetter Schaden, sage ich da nur. Fetter Schaden. 10 HP? Wie kann denn das sein? Er sollte mir eigentlich... Hä? Eigentlich sollte er mir mindestens 11 machen. Der kann mir eigentlich gar keine 10 machen. Hä? Vielleicht wird hier irgendwie aufgerundet oder so. Ja, gegen Meloetta sollte man rausgehen mal.
Wir haben AV-Mons dabei, wir haben Asu und Mamo. Maybe soll. Wer lebt denn hier besser? So Specs-Scheiße. Schauen wir mal. Memo bekommt von Specs. Okay, wir sterben einfach an F-Blast. Fleischer killt uns auch. Hyper Voice ist auch ein Two-Shot. Das sieht man doch gern. Und ja, ich glaube, wir sacken einen, ne? Unglücklich, sage ich da nur. Unglücklich. Können wir Rotom Morgan? Wahrscheinlich auch nicht. Okay, das ist aber Specs Damage, ne? Jetzt mal angenommen, er ist nicht Specs. Dann ist wahrscheinlich Asu completely fine. Ja. Wir machen ihm viel. Was? Mach mal. Wir gehen mal raus. Wir müssen hier nicht sacken, gibt keinen Grund dazu. Ja. Asu kommt. Drückt Hyper Voice. Ist es Specs? Nein. Gut. Nice. 272. 30% genau mit Hyper Voice. Ist also nur Full Spätz Attack. Ja. Waren 117. Ne, doch. 117. Ja. Liquidation ist an sich gratis. Wellblaze ist auch geil. Weiß nicht, ob der hier drin bleiben will auf potenziellen Knockoff. Rever Room, The Root sind alles Dinge. Ne? Ist halt so eine 50. Ich glaube, ich gehe hier lieber für die Liquidation. Weiß nicht, ob er hier Milo reinholen will, weil der droppt. Vor allem ein Trailblaze droppt der. Ich meine, wenn er den shippen lässt, ist auch cool. I take it. U-Turn und Hyper Voice und nicht gelockt. Alles klar. Gute Infos. Rever Room wäre wahrscheinlich so das Beste. Also, weil dann könnten wir einfach Bumm machen. Ich weiß, es klingt sehr verlockend. Oh, dann wäre Trailblaze. Ja, geil! Geil! Liquidation war der richtige Play. Wie viel machen wir dem? Den machen wir doch gar nicht so wenig, oder? Ram! Oh, ganz gut. Und das Lefties, ha? Huh? Lefties. Oh, der ist Fistef. Oder zumindest Full HP. Nein, der muss Fistef sein. Der muss komplett Fistef sein, sonst würde ich dem immer mehr Schaden machen. Er muss nicht komplett Fistef sein. Kann Adamant trotzdem sein. Aber dann ist doch Gouging Fire an sich wieder ein guter Switch-In, oder? Gegen die Lefties ist blöd. Könnte noch in den gehen. Ist ja auch lustig. Auf den Poison-Move. Ich habe halt nicht wirklich einen Switch-In, ne? Brauche ich Asu noch? Asu sieht in dem Game actually gar nicht so geil aus. Sind wir uns ehrlich. Asu sieht echt nicht so geil aus. Deswegen gehe ich hier einfach nochmal für Liquidation. Geht für P-Jab. Okay. Ist fein. Dann können wir jetzt in einen Scarfer gehen und theoretisch revengen. EQ ist doch free, oder? EQ ist fucking free. Glaube ich. Außer gegen Milo. Wobei, der bekommt Burn Chip. Macht der EQ... Ja, mehr als 50. Dann zusammen, aber wenn der Fistef ist, nicht. Wie schauen wir mit Zoroark gegen Rever Room aus? Gehen wir mit Dark Pulse. 46 bis 55. Momentan ist halt Gouging, ne? Aber Gouging ist angechippt, das ist ein bisschen schade. Der stirbt wahrscheinlich trotzdem, oder? Ne, Iron Head leben wir. Warte, wenn der so Fistef ist, dann sind wir sogar schneller, weil wir sind fast Full Speed. Na dann. Dann können wir EQ'en. Oh. Ich glaube, der will mich trollen. Ich glaube, der geht hier Terra Flug. Also muss er nicht. Aber kann gut sein. Deswegen sollten wir, glaube ich, Trailblazen. Terra Steel wäre Int von ihm. Dann muss er raus. Aufs EQ. Warte, Ich könnte hier einmal Trailblazen und ihm fette Probleme bescheren. Und ich glaube, das ist sogar der Play auf dem potenziellen Terra. Ja, genau.
Dann muss ich keine 50 eingehen, bin danach safe schneller, kann ich geironet flinched werden und dann passt die Geschichte. Ja genau, der geht Terraflug. As expected. Dann glaube ich aber, dass es schon richtig ist, hier zu trailblazen, um danach safe schneller zu sein. Die Frage, ob wir den nachher überhaupt killen, ne? Aber ich glaube schon. Sollte nicht killen. Nein, tut es auch nicht. Was? Und naja, jetzt geht es halt nur darum, ob wir auch wirklich leben. Und wenn wir den removen, dann ist auch vieles in Ordnung. Wir Icicle crashen hier. Hätte man auch sofort machen können, das ist richtig. Weil die Terra war schon ein bisschen obvious. Aber ich wollte den potenziellen Melodic-Switch dann auch abfangen. Und jetzt sind wir halt schneller als alles eigentlich. Ich weiß nicht mal, ob wir killen. Wir sind zwar Full Attack, aber es kann sein, dass der halt lebt wegen Filter, ne? Und wenn der Full Fistuff ist, kann der halt for real einfach leben. Aber ich kann ja immer noch Nevermelt Ice oder so sein. Dann muss er gucken, wie er mit seinen Ressourcen jetzt hier umgeht. Weil er hat nicht so wirklich ein Memo Switchen. Wir hitten auf jeden Fall, drücken Icicle Crash und es killt nicht. Ja, schade. Na gut, kann man nichts machen. Er hat... Lol, der Crit. Dann ist Memo leider tot. Aber wir sollten über Zoroark einen claimen. Wenn wir einfach... Ja? Will auf dem noch kein Scarf revealen. In den will ich eigentlich auch nicht gehen. Den... Mit dem killen wir nicht. Wir gehen jetzt einfach in Zoroark, drücken Dark Pulse. The Root ist eh schon auf unter 50 und er hat kein Dark Pulse Switchen, also drücken wir einfach Dark Pulse. Ist okay. Wir sind zwar im Sackgame jetzt hinten, aber wir haben noch starke, starke Mons. Dass er an meinem Gouging vorbeikommt, das wird actually noch ein lustiges Ding für ihn. Ja, man hätte sofort predicten können mit Icicle Crash. Das stimmt. Ich wollte nur die Eventualität, dass er schneller ist, berücksichtigen. Was eigentlich aber nie hätte passieren können. Also ja, war vielleicht ein bisschen übervorsichtig, aber ja, River Room ist tot. Jetzt haben wir quasi getradet, ne? Jetzt müssen wir vielleicht... Wobei, er kann ja nicht einfach so root gehen. Dann muss er fast selbst Scarf the Root sein. Er kann hier U-Turnen. Für gratis. Und ich überlege... Er kann hier U-Turnen. Und ich glaube, ich kann nichts dagegen tun, weil mich die U-Turn auch killt, ne? Wenn der jetzt so ein ganz normales Set ist. Die killt nicht. Wenn der... Die killt nicht. Wenn der non-invested ist. Dann killt die nicht. Wenn der Jolly ist, dann killt sie nicht. Brauchen wir Zoroark noch. Kommen wir an Meloetta vorbei. Kommen wir an Meloetta ohne Zoroark vorbei. Maybe no. Deswegen würde ich fast... Rotomo gehen. Nee, weißt du was? Scheiß drauf. Wir bleiben hier drin. Wir können auch für Flinches gehen. Let's go! Let's go! Bam! Wincon, Jungs! Wincon! Die Flinches! Zoroark macht was! Es ist unglaublich, aber wahr! Er macht was! War eigentlich nicht mal beabsichtigt, aber wenn er Jolly ist, killt die U-Turn nicht. Deswegen nehme ich's. Und er hätte dann halt was anderes reinschicken müssen. Aber jetzt bin ich halt Full Life. Das ist natürlich sehr, sehr unglücklich für ihn, muss man sagen. Flinches sind einfach ein Bastard. Man kann nicht mehr sagen, als dass Flinches einfach ein Bastard sind. Irgendwas droppt. Lebt Milo 2? Mit Burn? Nein. Was ist das denn für ein Game, Junge? Was ist das denn? Meine Güte. Ist das unfair?
Heilige Maria. Ui. Das ist der größte Betrug, den ich jemals auf Glitzys Seite gesehen habe. Das ist ja ein Wahnsinn. Back-to-back Flinch into Crit, das ist ein Statement. Das ist ein Statement von Zoroark. So, was ist, wenn der Specs ist? Was ich glaube. Hielt mich dann ein V-Switch? Nein. Okay. Doch, der killt mich. Er kann hier V-Switchen für gratis. Wir gehen einfach Rotomo, weil ich weiß nicht, was wir daran verlieren. Ich weiß for real nicht, was wir verlieren daran. So. Jetzt gehen wir natürlich raus, ne? Weil der Dark Pulse macht so 50. Das ist nicht viel. Leider. Es ist so frech. Das ist so ein freches Zoroark. Holy shit. Also, das ist wirklich Frechtensen. Ah ja, wie findet ihr unsere Nicknames übrigens? Ich finde den Seiltänzer cool. Wieso heißt der Rotom? Hä? Hä? Der sollte Kontostand heißen. Wieso darf ich den nicht Kontostand nennen? Hä? Der hat keinen Bock, dass ich den Kontostand nenne. Das ist ja frech. Das ist ja frech. Wieso denn nicht? Wieso darf ich den nicht Kontostand nennen? Ja, das ist eigentlich ein Nickname. Hä? Ja, sonst haben wir den Seiltänzer. Wir haben auch noch die Investition. Die finde ich auch gut, to be honest. Ja. Wie viel hat er eigentlich gemacht? 39. Gut, kalken. V-Switch 39 Specs. Cool. Wahrscheinlich Specs Modest, ne? Ja, kann er sein. Ist er wahrscheinlich auch. Gegen Melo. Boah. Gegen Meloetta habe ich ehrlich gesagt zu Bock zu T-Waven, weil der geht mir auf den Piss. Ja, geil. Da haben wir die T-Wave drauf. Supi. Das ist ja schön. Full Speed zahlt sich. Ne, wir sind nicht Full Speed, aber wir sind ziemlich speedy. Oh mein Gott, er wird so weggehext. Es ist ein Wahnsinn. Es ist einfach nur ein Wahnsinn. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Wir können hier wie switchen. Wir können auch einfach gratis Leafstormen. Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun, to be honest. Ja. Ich würde sagen, wir Leafstormen eine Runde. Oder wollen wir dem einfach mal T-Bolt Chip geben? Geben wir dem mal T-Bolt Chip. Bumm. Das ist gar nichts. Noch ein Crit. What the fuck? Noch eine Para. Digga, was ist mit Glit? Dem geht's gar nicht gut. Ach du Scheiße, dem geht's gar nicht gut. Der dreht sich gerade in seinem Zimmer, wo auch immer er ist, und ist komplett am Eskalieren wahrscheinlich. Boah. Uiuiui. Der ist probably übrigens... Warte, Crit hat mega wenig gemacht. Der ist wahrscheinlich AV Spdef. Shit, ne? Ja. So Full HP wahrscheinlich mindestens, wenn der Crit T-Bolt so wenig macht. Damn, Junge. Das war wenig Damage. Holen wir uns jetzt mit V-Switch die Switch-Advantage? Nein, mit Leafstorm, ne? Mit Leafstorm holen wir sie uns. Warte, der ist aber full invested. Der muss wahrscheinlich so full HP plus full Spätz-Attack sein. Irgendwie sowas. So, Eject-Pack kommt. Wir wollen ihm das Set zeigen. Wir zeigen es ihm. Ja, in wen gehen wir? Warte, leben wir mit Zoroark ein? Der ist, Boah, die Hyperboys kann killen. Amen. Wie schauen wir denn mit Rampardos aus? Rockslake nimmt den. Finde ich cool. Ja, wir leben alles. Der wird die niemals F-blasten. Rampardos, let's go. Der Macher. Bratz, Junge. Da kommt er. Hyperboys, ja, supi. Ui, das war viel. Recht viel. Können wir daraus noch irgendwas herausfinden? Ne, das war ungefähr der Damage, ne? 207, 39%, ja. Ja, wir sind safe schneller, ne? Und wir rocksliden hier. EQ killt nicht safe, rockslide ziemlich sicher schon. Head Smash auch, aber müssen wir gar nicht. Warum denn? Wofür denn? Müssen wir nicht. Das ist so ein freches Game. Es ist eigentlich echt ein Wahnsinn. Ich glaube, wir sind auch so gespeedet, dass wir
ein The Root outspeeden können. Full Speed. Ich glaube, auf das habe ich gespeedcreept. Das sollte noch im Bereich des Möglichen sein. Wenn er natürlich selber Scarf ist, dann nicht. Der ist halt tschüss. Auf Wiedersehen. Hat nicht gemattert tatsächlich. Aber ist auch wieder ein Statement. Ist ein Statement. Muss man einfach mal sagen, dass das ein Statement ist. Ich hatte, glaube ich, noch nie so viele Hacks in einem Game. Es ist unglaublich. Und es tut mir ehrlich gesagt auch schon ein bisschen leid für ihn. Das Problem ist nur, dass ich nichts dran ändern kann. Es ist halt, wie es ist. Und ich finde es gerade einfach nur todeslustig, was hier passiert. Weil wir da einfach sehen, wie kacke dieses Game einfach ist. Und wie heftig man einfach weggenudelt werden kann. Ja, ich muss jetzt hier die Nudel mit reinziehen. Was mögt ihr eigentlich lieber, Nudeln oder Reis? Schreibt es in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Oder vielleicht seid ihr doch eher so die Kartoffelmenschen. Wer weiß? Wer weiß? Ja, wie verfahren wir jetzt hier weiter? Wenn jetzt hier Jolteon kommt, dann würde ich einfach fast so, weiß nicht. Bin halt wahrscheinlich tot, ne? Ja. Aber wie ist denn eine Hyper Voice? Kann ich eine Hyper Voice noch leben? Von Specs Jolteon. Ja, kann ich. Gut, dann würde ich sagen, werden wir hier an der Stelle einfach Rotomo gehen und danach unser Leben chillen. Wenn er jetzt hier Hyper Voice geht, dann nimmt er sich den Kill mit. Das kann er auch machen. Ja, würde ich sagen, ist doch ganz gut. Wir gehen jetzt hier einfach Rotomo. Wir haben noch zwei Scarfer, die sind wahrscheinlich, sofern The Root nicht Scarf ist, beide schneller als The Root. Und Zoroark ist halt auch noch da. Dann mit Zoroark können wir theoretisch Sackgame spielen und U-Turnen, bis der stirbt. Glaube ich. Eigentlich muss er wie switchen, ne? Ja, muss er auch. Ja, jetzt kommt halt The Root, aber The Root wird mich wahrscheinlich nicht killen, vor allem weil ich kein Item habe. Und mit U-Turn killt er mich auch nicht. Ich habe den Schaden halt noch nicht gesehen, ne? Von The Root. Ich habe ihn noch nicht gekalkt, sagen wir so. Ja, wir werden hier, glaube ich, einfach mal T-Bolten. Oder wollen wir Leafstormen? Warte, killen wir denn mit V-Switch? An sich würde ich sagen, ja. 12 bis 15. Muss reichen. Aha, so spielen wir jetzt also. Du Hund! Hätte man Leafstormen müssen. Schade. Hat er gut gemacht, kann ich nichts sagen. Hab ich schlecht gemacht. Also das war eindeutig Missplay. Ich hätte immer für Leafstorm gehen müssen. Aber ich habe irgendwie die U-Turn ausgeblendet. Warum überlegt er da? Das war jetzt irgendwie lange überlegt. Jolteon kommt. Ja, der claimt jetzt auf seinen verdienten Kill. Danach können wir einfach in Zoroark gehen und U-Turn. Ja gut, jetzt gehen wir Leafstorm. Überlegen ihn nicht. Aber der V-Switch killt mich nicht mal, ne? Das heißt, er muss jetzt drinbleiben mit irgendeinem Move. Und dann claimt sich Rampardos einen. Das finde ich gut. Das finde ich tatsächlich gut. Es ist eine schwierige Situation für ihn. Es ist eine schwierige Situation für ihn. Wobei er eigentlich wie switchen muss, ne? Oder T-Bolt? Kann T-Bolt killen? T-Bolt könnte vielleicht killen. Alluring Voice. Ja, das haben wir natürlich auch, ne? Das geht auch. Alluring Voice. Ja, wie schauen wir da jetzt aus? In wen gehen wir da denn jetzt am besten? Alluring Voice. Alluring Voice gegen Rampardos killt. Gegen Zoroark killt es natürlich auch, aber Zoroark kann theoretisch einfach mal Chip mit U-Turn machen. Wir können auch Gouging gehen, ne? Weil Gouging nimmt... Ja, der macht mit Breaking Swipe so 40 bis 47. Wir können einmal Morning Sunnen auf den. Und... Ja, unser Rampardos ist ja leider nicht schneller, ne? Nur ganz kurz, mal, dass wir das noch abchecken. Nein, ist er nicht. Leider. Gehen wir einfach den, drücken einmal Morning Sun und dann ist alles gut. Auf 2,59 killt er uns mit 2 Hits leider. Ja. Wir heilen uns hier hoch. Und zwar bis wir in der Range sind, dass uns 2 nicht killen, dann können wir mal Breaking swipen. Momentan killen uns noch 2. Ich muss das jetzt leider langsam spielen, das Game. Es tut mir leid. Weiß gar nicht, wie viel hat der. Wie viel AP hat das Ding. Wenn er modest ist, macht 160
fast jetzt immer außer Range. Jetzt können wir Breaking swipen, um mal einen Kill zu claimen. Wir können auch Fire spinnen, aber Breaking Swipe ist effizienter. Genau, der nächste killt uns nicht. Breaking Swipe kommt, bam. Macht ein bisschen Schaden. Wir müssen nur das so in die Range bringen, dass wir halbwegs was machen können. Ne? Lohnt es sich, Alluring Voice Peps zu stallen? Alluring Voice, 16 Peps. Er hat schon 1, 2, 3, 4. Vielleicht lohnt es sich tatsächlich. Ich bin jetzt assi. Ich muss, glaube ich, Peps stallen. Überlegt er jetzt aber rausgeht auf den Morning Sun, aber was bringt denn ihm das? Theoretisch gar nichts. Oder es bringt ihm doch gar nichts. Scouting ist schon ein geiles Set. Ich schwöre. Scouting ist so ein geiles Set. Das ist unglaublich. Ja, der ist modest. Also der macht mir so viel. Der hat mir jetzt 100, keine Ahnung was gemacht. Jawohl, es werden Peps gestallt, Jungs. Das ist doch gut. Nee, es ist der Play jetzt einfach die Differenz zu sacken. Wir müssen jetzt hier eigentlich nicht großartig was machen. Das war jetzt eigentlich ein dummer Play, dafür entschuldige ich mich. Ja, wir gehen jetzt hier einfach für Breaking Swipe. Weil der killt uns nicht, genau. Dann Breaking Swipe, bam, bringt ihn in eine Range, wo eigentlich so U-Turns killen. Und ja, wir gehen nochmal dafür, er auch. Und... ja, ist der bessere Play gewesen, actually. Also es war jetzt ziemlich dumm. Gouging Fire mit einem monströsen Auftritt, Jungs. Ich schwöre euch, das war unglaublich, aber wahr. Das war doch mal richtig, richtig geil. Ganz ehrlich, das war so geil. So, wir könnten jetzt noch abchecken, ob The Root Scarf ist oder nicht. Aber wir sollten den ja einfach killen. Wir drücken hier Dark Pulse. Und Zoroark mit Kills dann. Bam. Goldtier und tot. Hat Zoroark dann nicht voll viele Kills gemacht? Er kommt sogar nochmal raus, sehe ich jetzt gerade. Er zeigt sie nochmal. Der Hexgott schlechthin. Die Flinches plus den Crit. Das ist einfach nur ein Wahnsinnsding. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass dieses Ding hier irgendwas reißen wird, wenn Dragapult nicht dabei ist. But I take it. Wenn jetzt natürlich plötzlich Speedtie kommt, dann what the fuck. Wenn der Scar Full Speed ist, dann what the fuck. Und wir haben die ganze Zeit das Speed-Teil gewonnen. Also das ist jetzt tatsächlich noch so. Aber dass es so oft passiert, ist relativ unwahrscheinlich. Was guckt er jetzt? Ist das Internet bei mir am Arsch? Das wär's jetzt. Last Turn. Last Turn. Boah, ich habe echt Hunger. Ich habe noch nichts Abend gegessen und es ist 8 Uhr abends. Perfekt. Gut, damit ist der Root tot. An der Stelle, ich weiß gar nicht, ob ich GG sagen kann. Von meiner Seite aus ist es GG. Aber von Glitzys Seite aus glaube ich nicht, Digga. Das war so ein freches Game, holy shit. Dieses Game war so unfassbar frech. Es war so unfassbar frech. Es war unfassbar frech. Was soll ich dazu noch sagen? Aber wir haben das Great Task Removed mit Gouging Fire. Geiles Set. Geil. Einfach nur geil. Zoroark mit, glaube ich, 4 Kills oder so. Hat auch guten Job gemacht. Wer hat eigentlich Meloetta gekillt? Rampardos hat auch einen Kill bekommen. Geil. Nimmt man mit. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, Ski. Und, bis bald, Rian.